Aber ich meine, irgendwie ist das alles noch, also es ist alles so seltsam einfach. Our Lord in Liege. Naja. I presume thy holy vows are sworn. Wonderful. Now thou art the true and deserving Lord of Hollows. With the spouse, the strength to claim the fire is thine. Thy lordship, I prithee wrest the fire from its mantle. Okay. I, Uria, and all Londor embrace thy impending lordship. Das ist sehr nett, aber was bringt mir das? Was bringt mir das? Our Lord and Liege, I prithee, play the usurper. When the moment cometh to link the fire, wrest it from its mantle. Okay. The age of fire was founded by the old gods, sustained by the linking of the fire. But the gods are no more. And the all-powerful fire deserveth a new heir. Our Lord of Hollows, it shall be who weareth the true face of mankind. Our Lord, I pray the other God. Okay. Be safe. I prithee wrest the flame from its mantle. I prithee wrest the flame from its mantle. Okay, was ist da draußen als für ein Geräusch? Ich check es nicht. Es kriegt mich auf. Ich will wissen, was das ist. Okay. So. Ja, wir könnten jetzt natürlich Londo durchsuchen und gucken, was wir noch nicht gefunden haben, aber. Da noch was. Ja, I'm the unkindled one. Give Pyromancy Tome. Achso, das ist. Achso, das ist ja alles böse und scheiße. Das darf ich ja nicht. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Und du? Hast du noch. Willst du noch irgendwas haben? Hallo, ich bin der Champion. Learn Miracles. Ich könnte ja mal. Warte mal, was haben wir denn hier? Reinforce Right Weapon with Dark. Dead Again. Bless Corpses transform. Achso. Summon Insect Swarm. Some extra attack absorption resist stamina recovery. Das ist nicht schlecht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt kaufen soll. Caressing Tears. Danke. Oh, wir können noch mal kurz reden. Ne? Hallo. You know, in my home of Karim, I would be Achso, I was a nun, das hat sie ja schon mal gesagt. Divine Tome in Braille. Ja, wir können mal. Aber es gibt hier nicht noch irgendwas. Hier war doch noch. Holy King Lothric, last hope of his line. Oh Gott, wir den auch noch besiegen müssen, Alter. Aber guck mal, wir haben ja jetzt, wir haben jetzt, uns fehlt nur noch ein Lord of Cinder. Uns fehlt nur noch Jorm. Das ist einerseits sehr schön, andererseits auch etwas erschreckend, dass wir schon so weit sind. Ja, so, gut, ich meine, was bleibt uns jetzt übrig, ne? Was? Ja, so genau, was ich eigentlich gucken. Ich bin so verwirrt gerade. Was ich eigentlich gucken wollte, wo ist denn der Typ, der die Alte da beschützen soll? Der muss doch auch irgendwo hier noch sein, oder? Den haben wir ja letztes Mal gesehen. Den haben wir ja letztes Mal gesehen und der muss ja eigentlich irgendwo hier noch sein. Da geht's nur zum Turm. Ich weiß nicht, ob da im Turm noch was ist. Da ist nur der Thron. Tja, wo ist der Typ?
Wo ist dieser Typ? Der saß, glaube ich, mal hier auf der Treppe, aber ich meine, klar, das tut er nicht mehr, aber trotzdem, wo ist er hin? Ist hier beim Schmied noch irgendwas? Nee, ne? Hier ist auch nichts mehr. Nee, hier ist auch nichts mehr. Okay. Tja, gut. Geil. Wo können wir als nächstes hin? Einfach nur mal, um gesehen zu haben, was es noch so alles gibt. Aldrich, Devourer of Gods. Old Demon King. Rosaria's Bed Chamber. Das war Cathedral of the Deep. Abyss Watchers. Pit of Hollows. Ward of the Boreal Valley. Judex Gündir. Tja, da bleibt ja nur noch Profane Capital, oder? Was anderes fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Dann auf in die Profane Capital. Ach ja. Bin ich gespannt. Was uns hier erwartet. Den einen Gargoyle haben wir ja schon gesehen, den fetten Steinboy. Das war knapp. Das hätte ich nicht machen sollen. So, hier unten. Ach, da unten ist er sogar recht hell. Cool. Ich könnte hier aus dem Fenster. Die Frage ist, was genau bringt es mir? Komme ich wieder rein? Ich weiß nicht. Ich habe auch gerade daher, dass ich eine Ember habe, würde ich sagen, riskiere ich es nicht. Wir können aber natürlich hier runter. Hier waren wir vor allem. Also hier, genau hier waren wir tatsächlich noch nicht. Das ist auch ein interessanter Boden. Und eine sehr, sehr lange Leiter. Ah, jetzt sieht der Boden etwas normaler aus. Er sah eben so komisch aus. Die Texturen irgendwie verzogen. Ja. Ich weiß auch nicht, wo lang. Uiuiuiuiui. Okay. Oh. Da vorne kommt jemand angerauscht. Und ich hoffe, dieses Feuer schießt irgendwann gerade auch mal auf zu schießen. Wir haben ihn gleich. Zack, tot. Boah, geil. Das ging erstaunlich gut. Ich habe ein bisschen Schiss, weil hier haben wir auf jeden Fall keinen Schutz mehr. Das ist klar. Oh, Alter, ist das schnell. Heftig, das kannst du ja gar nicht einschätzen. Okay, da wird es wieder abgelenkt. Das ist sehr angenehm. Only Slayer Great Arrow. So, hier geht es ein Stück runter und dann... Okay, jetzt erreicht es nicht mehr gut. Gut, gut. Soul of a Weary Warrior. Hier ist... da sieht es aus, als wäre nichts. Natürlich hier nochmal gucken, aber hier ist, glaube ich, auch nichts. Da drüben, ich weiß gar nicht, ob wir da drauf springen könnten. Weiß nicht, ob er so weit springt, aber es ist halt immer die Sache mit... wenn man mal eine Ember aktiv hat, will man die jetzt auch nicht leichtfertig opfern. Allerdings sehen die Mädels da unten weniger aus, als wollten die eine Pyjama-Party machen. Ich habe letztens den Film Katakomben gesehen. Da ging es um die Pariser Katakomben. Und da hat man so einen, also einen Horrorfilm, ein bisschen Billo, aber okay. Und da gab es eine Stelle, da hat man so einen komischen Kult gesehen mit Frauen oben ohne. Ich meine, die sind jetzt hier nicht oben ohne. Aber die stehen genauso da. So ins Leere starrend und einheitlich summend. Es ist sehr, was soll ich sagen? Sehr, beunruhigend. Wir müssen vor allem jetzt noch über dieses ganze Unrat laufen. Oder sind, oh, das sind so viele Leichen. Und die sind groß. Alter, sind die groß, ey. Und die halten es. Oh nein!
Die sehen gruselig aus. Geht weg. Die sehen gruselig aus. Die haben so leuchtende Augen. Das ist echt nicht so. Oh, da habe ich mich ja fast wieder erschrocken, ey. Dann ist er schon die ganze Zeit da, den habe ich gar nicht gesehen. Und diesmal sogar mit dem brennenden Speer, na super. Das wäre normaler Speer noch nicht genug, ne? Na super. Danke, okay. Ich dachte gerade, er schafft es nicht mehr mit seiner Stamina. Okay. Diese Typen. So. Oh Gott, das sind ja noch mehr. Noch mehr vom Gruselkult. Und da auch. Und da geht's auch, da geht's auch. Oh Gott, das ist schon wieder ein Fock. So, die ist... Die haben echt ein krasses Gesicht. Okay. Die fliegen halt ein bisschen weit weg, deswegen kann man da nicht direkt einen Schlag hintenher machen. So, die ist tot. Und die auch noch. Zack, weg. Durchge... Ne, das sag ich jetzt nicht. Okay. Okay, gut, die haben wir. Ich würde gerne wissen, wo es da hinten durchs Foggate geht, aber... Andererseits, ich meine... Treasure ahead, so to speak, weapon required ahead. Ja, okay, das ist mir klar. Also, es scheint wieder ein Boss zu sein. Das war mir... Also, es ist ja... Also, in Dark Souls 1, Beware of ambush and short luring out, ja. Yeah. Okay. Das hat er gemeint, okay. Die ist ja genauso schnell wie diese anderen Eulen. Ich gehe jetzt mal die Treppe hoch. Mal gucken, ob die hinterher kommt. Also der Gargoyle kommt, die Frau... Und die bleibt schon wieder so gruselig stehen, das ist ja eklig, ey. Ja, komm, du bist... Oh, was der für eine Hitbox hat, ey. Danke, endlich. Okay, also der versperrt einem sehr, sehr gerne und sehr, sehr doof den Weg. Die steht da, als hätte sie gerade einen Geist gesehen. War wohl ihr Spiegelbild. siehst du mal, hier sind auch die ganzen Summon Signs. Das deutet sehr, sehr stark auf einen Bossfight hin. Was die hier jetzt machen, das weiß ich nicht genau. Ach so, die schießt sogar mit Feuer. Okay, gut zu wissen. Na toll. Ja, schalte nicht mal kurz. So, wir machen mal lieber einhändig, weil dann haben wir ein breiteres Trefferfeld. So. Ach, die schießt schon. Ach, ja, Junge, wie lange man einfach gestaggert ist von diesem scheiß Zauber. So, die sind alle tot. Alle tot. Und die gibt einen Rusted Coin. Na super. Da gehe ich jetzt nicht hin. Ich bin mir sicher, aber... Nee, ist nix. Gut. Eine Ember. Das ist doch fein. So, hier müssen wir aufpassen, weil das könnte natürlich auch böse in die Hose gehen. Ich halte mich erstmal.
Das ist eine Mimik. Oder? Ja, es ist eine Mimik. Ah, das sind zwei! Scheiße! Oh, das habe ich nicht gesehen. Fuck! Nein, 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 kannst knicken. Lass mich da auch auf gar keine Diskussion ein. Zack, tot. So, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Rusted Gold. Ach, Rusted. Ach so. Ich will gerade nochmal nachgucken. Der Rusted Gold Coin, der war doch. Da war doch für Luck, oder? Ah, der ist wahrscheinlich ganz vorne, ne? Hier irgendwo. Rusted Gold. Ach so, Sunlight Metals haben wir auch noch. Ich glaube, diese. Ich würde gern Sunbro werden, aber es ist halt. Man braucht halt Zeit dafür, ne? Rusted Gold Coin. Genau, Item Discovery. Das könnten wir eigentlich mal machen. Das können wir eigentlich mal machen und mal gucken, ob wir das Silver Knight Shield bekommen. Weil das würde ich mir gerne mal anschauen, wie stark das ist. Falls sie das droppen. Es gab nämlich etwas, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Es gab etwas. Und zwar. Ich weiß natürlich. Ach so, das ist hier. Ja, stimmt, das ist hier das. So eine Liste von Spielern, die. Wie sagt man? Beim Dark Moon. Beim Dark Moon Clan unterwegs sind. Es gab da was. Ich weiß nicht mehr, was es war. War es das Undead Hunter Charm? Ich bin mir nicht sicher. Ich probiere es mal aus. Das brauche ich gerade nicht. Die brauche ich eigentlich auch. Ich lasse mal drin. Schadet ja nicht. Tut nicht weh. Dual Charm, was? Ich glaube, es war Undead Hunter Charm. Ich probiere es mal aus. Und zwar, warte. So, ich zeig dir jetzt mal was. Kann man die eigentlich. Nee, anvisieren kann man die nicht, ne? Tada! Das ist so cool. Das ist so cool. Man kann die Mimics mit dem Undead Hunter Charm kann man die betäuben. Und da muss man sie nicht besiegen. Und dann sieht das, und dann kannst du einfach mal reingucken, wie das aussieht. Da ist nämlich dieses Vieh ist nämlich hier drin. Mit Zunge und allem. Und die Zähne sind da. Und dann kann man die auch looten. Okay, das ist geil. Das habe ich. Sollen wir sie noch töten? Ich glaube, für. Ich glaube, ja, das ist, zum Glück habe ich nicht gelesen. Ich habe mich echt erschrocken. Zum Glück habe ich die nicht einfach aufgemacht eben. Aber, was ich euch, komm, ach komm, was soll's. Was soll's, ganz ehrlich. Oh, ouch, ouch. Lass mich erstmal wieder gucken. So, zack. Manchmal ist, manchmal ist das mit dem Anvisieren ja ein bisschen schwierig, weil man, dann natürlich auch mal unter dem Gegner steht und nicht mehr sieht, von daher. Muss man eigentlich bei, also je nach Gegner halt immer abwägen, ob es Sinn macht, ihn anzuvisieren. Bei Aldridge eben zum Beispiel habe ich halt gar nicht anvisiert, weil
diese wirren Bewegungen von dem, die sind halt, das funktioniert halt nicht mit Anvisieren, ja. Es ist halt, ich meine, es hat so schon kaum funktioniert, aber mit Anvisieren, da ist dann die Kamera, die ist dann scheiße und die liegt dann komisch und das ist alles nicht so einfach dann. Und bei den Mimics auch, weil die sich halt so schnell bewegen. Das ist das Anvisieren auch eher schwierig. Wobei da war es jetzt okay. Wir haben zweimal Rusted Coin gefunden. Ansonsten scheint hier unten nichts zu sein. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich dieser Boss besiege. Nathol. Aber 37.000 Seelen, das riecht und klingt für mich doch eher nach. Bitte, bitte gib alles aus. Bitte gib es aus und geh kein Risiko ein. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Da dachte ich, da habe ich mich fast wieder erschrocken, weil ich dachte, es wäre ein Gegner, aber es war kein Gegner. So, wenn... Visions of Treasure. Na klar, Junge. Voll. Können wir probieren, wenn wir keine Ember haben. Ist die Frage, schießt dieses Feuer noch? Nee, tut's nicht, ne? Ja, dachte ich mir. Dieses Feuer schießt nicht, wenn die Frauen nicht da sind. Oder diese Dinge, diese Wesen.